Warst du heute schon neidisch? Auf den Erfolg von jemand anderem vielleicht? Auf die Anzahl der verkauften Bücher? Auf die Anzahl der geschriebenen Worte? Wie sieht dieser Neid bei dir aus? Ist es ein wohlwollender Neid, der sagt, boah, ich finde das so geil, dass du das machst, ich will das auch, wie komme ich dahin? Oder halt auch ein Neid im Sinne von, ich finde das so geil, dass du das machst, aber ganz ehrlich, ich komme da nicht hin. Von daher, geil, ich bin ein bisschen neidisch, ich hätte das auch gern, ich gönn's dir voll, aber ich weiß, für mich realistisch betrachtet, kann ich keine 10.000 Wörter am Tag schreiben. Punkt. Oder ist es vielleicht so, dass du sagst, ich sag dir zwar, dass ich das geil finde, aber eigentlich finde ich es ziemlich scheiße, weil ich will das haben. Und du verdienst es überhaupt nicht mehr, als ich das verdiene, weil du bist genauso lange dabei wie ich oder noch kürzer. Du hast keine Kinder, ich habe aber 5.000 verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit jemand anderem etwas missgönnen können. Hast du vielleicht auch schon mal gefühlt? Mir ist das Gefühl definitiv nicht fremd. Und ich habe von Sarah Alberstali gelernt, dass Neid an sich nichts Schlechtes ist, weil der Neid uns zeigt, was wir wollen. Und dann dürfen wir entscheiden, ob wir bereit sind, den Weg zu diesem Ziel, zu diesem Traum zu gehen, den der andere für uns schon mal gelebt hat oder schon lebt, oder ob uns das zu krass ist. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Respekt vor der Person, die dieses Ziel erreicht hat. Und wenn wir entscheiden, wir wollen dahin, dann dürfen wir uns überlegen, wie kommen wir dahin. Und dann ist der Neid etwas Gutes. Wenn der Neid aber in schlechten Gefühlen mündet und halt in diesem, ich gönne dir das nicht, dann darfst du ihn gerne einmal in die Hand nehmen, denn es ist ein heftiger Trigger und du darfst dir angucken, warum dich diese eine Sache so sehr triggert. Was in dir selbst nicht im Reinen ist, dass du einer anderen Person ihren Erfolg missgönnst. Spoiler, es hat nichts mit der anderen Person zu tun.